aktuellen Bundesregierung von Deutschland weiß man nicht, ob sie wirklich die öffentlichen handeln. Zumindest verteilen wir Geld in der ganzen Welt, nur nicht bei uns. Wir haben Kitas, die sehen aus wie der letzte Dreck. Wir haben Schulen, die sehen aus wie der letzte Dreck. Wir haben eine Straße. Wir trauen uns auch, die Deutschlandfahne zu zeigen, weil das ist unser Land. Und wer damit ein Problem hat, der ist, glaube ich, hier selber falsch. Weil wenn Türkei oder sonst irgendwer ein Fußballspiel macht, dann fahren sie alle durch die Straßen, machen Autokorso und zeigen ihren Nationalstolz. Und nur den Deutschen ist das, warum auch immer, vor 80 Jahren irgendwas da nicht so funktioniert hat, wie es heute, wird uns das immer als Negatives ausgelegt. Und jetzt ist es unsere Fahne und wir sind stolz darauf und deshalb gehen wir auf die Straße. Flaschen ein, die Würde stirbt ganz leise allein, wo einst die Hoffnung Blüten trug, zerbricht der Traum in allem Zug. Schau, was sie tun mit unserem Land. Ich wünsche eine gute Fahrt. Deutschland brennt in ihrer Hand. Sie hören nicht, was wir hier schreien. Ihr Schweigen schnürt Anja, guck mal hier, ein Strich durch, lieb oder das Heer, ja, was man in den Krieg zieht. Wir brauchen mal liebe Politiker, die an die eigenen Menschen im Land denken. Und keine Heerführer. Genau, so sieht das aus. Ja. Nummer, wir können ja eh nichts ändern. Wir müssen einfach das so hinnehmen, wie es ist. Und wir sind der Meinung, nein, man kann was ändern. Deshalb gehen jede Woche mehrere tausend Ortschaften in Deutschland auf die Straße. Auch das bekommt man natürlich nicht in den Nachrichten bei Tagesschau oder RTL aktuell oder wo auch immer zu sehen. Da muss man sich mal ein bisschen informieren. Es gibt da Plattformen, wo man gucken kann, was so alles los ist in Deutschland. Da kann man sich anschließen und man wird ganz schnell feststellen, das sind alles ganz normale Menschen. So, und jetzt an alle Teilnehmer. Wir haben jetzt wieder alle drei Seiten gebucht. Also einmal hier, einmal drüben am EGI und einmal drüben vorm Hotel. Und hier machen wir jetzt noch 20 Minuten Mahnwache. Wer kein Schild hat und ein Schild tragen möchte, der Bollerwagen fährt hier irgendwo rum, kann hier noch ein Schild nehmen und so in 20 Minuten ziehen wir dann weiter. Und bitte nicht auf die Straße stellen und lassen die Radfahrer hier durch. Wir sind hier auf dem Radweg. Vorsicht vor den Radfahrern! Achtet bitte auf die Radfahrer? Ja. Also das heißt, dass er die nicht ich buckel nach oben und trete nach unten. Ja. Damit die durchfahren können. Ja, nochmal schön, dass du da bist. Nicht zu danken. Ja,
Heute dachte ich erst so, ich komme hier nicht hin, weil ich mit meinem Knie verdreht. Ich habe mir auf der Arbeit mit dem Knie verdreht. Aber dann dachte ich mir so, guck auf die Uhr. Was mache ich den restlichen Tag? Ich hätte sie die ganze Zeit geärgert, glaubst du mir. Ja. Alleine bei so vielen friedlichen Menschen. Genau. Und du siehst, da ist keiner irgendwie, der irgendwie dummes Zeug erzählt. Ich habe ja auch vorhin am Anfang gesagt, also bevor die Rede fast zu Ende war alle, habe ich auch gesagt, mein kleiner Bruder, der ist 15 Jahre und der hat gesagt, Krieg in der Ukraine soll nicht sein. Ja. Und Waffen sollen abgeschafft werden. Du weißt ganz genau, dass im Endeffekt der Krieg das Elend bei den kleinen Leuten anrichtet. Und die Großen haben eine Einnahmequelle und haben im Endeffekt wieder Ressourcen, auf diese zugreifen können, weil die Besitzer weg sind. Verstehst du? Dann wird wieder neu verteilt. Der Kuchen wird wieder weiter aufgeteilt. Das Dumme ist nur, für die Reichen wird es immer mehr und für die Gesellschaft wird es immer weniger. Und jeder Krieg hat die Gesellschaft ärmer gemacht. Meistens sind es die Besten, die im Kriege fallen. Und ich habe ihn nicht irgendwie eingeredet, dass er das sagen soll, dass Frieden und dass Krieg nicht sein soll. Er hat es mir in meinen Chat hat das reingeschrieben. Da gibt es so einen schönen Spruch, Kindermund tut Wahrheit kund, obwohl er ist ja mittlerweile schon aus diesen kurzen Hosen raus. Aber immerhin, also er macht sich Gedanken, das ist wichtig. Ja, aber wenn man so bedenkt, fragt jeder irgendeinen 15-Jährigen, wie Krieg, das interessiert uns ja, das interessiert mich nicht. Ja, dann kannst du froh sein, dass du so einen Bruder hast. Mach's gut. Ist ja nicht weit von mir weg. Nee. So, schön, dass ihr in Wolfenbüttel wart. Wir kommen aus Wolfenbüttel. Oh, Hammer. Moment, einmal drehen hier. Wir sind Wolfenbüttler. Ja, ich hatte euch... Wir sind seit und hier vorne hängt ein schönes Plakat von Ben Zucker. Der kommt am 16. Super. Ja, ich habe euch... Früher hatte ich euch auch schon gesehen. Da habe ich gesagt, Mensch, die sind aber wacker dabei. Und Nina war auch ganz begeistert. Aber Wahnsinn. Das ist ja, Nina, die kennen wir ja gut. Ja. Haben wir gerade gut kommuniziert zu Hause. Aber Applaus. Und ihr wart wacker drauf gewesen. Wir haben ja einen schönen Berg gehabt. Da habe ich auch gesagt, bergauf ist zwar anstrengend, aber es ist leichter wie bergab. Ja. Wir sagen mal, wir sind noch Vorkriegsfahrer. Ja. Das. Schau, guck. Ja, dann haltet euch wacker. Wir geben uns Mühe. Wir brauchen euch, Freunde, auch eure Informationen. Wenn die weg sind, das war ja der Grund, weswegen die Alten abgeräumt wurden. Als wir uns noch wohl fühlten. Hallo Opa! Ist aber noch keiner. Doch. Echt? Ja. Ich hab vier Enkel. Ja. Da bin ich Opa. Applaus. Hab ich nicht hingekriegt. Und die Regierung noch nicht so blind. Was ist passiert? Ja, das sind die ausgetauschten Friedenstauben. Ach so, ja. Warum müssen wir uns jetzt treffen? Ja, warum müssen das ist das, das ist das Dunkle. Es werden immer mehr. Ja. Friedenstauben werden einer nach der anderen mit eingassiert. Und wir hoffen, dass das wie 89 wir schweigen nicht. Nein. Solange wie wir können, freiwillig. Genau. Schade, ich komme Deutschland nicht vorbei. Umweltschutz ist nicht weg. Das wissen wir und haben Respekt. Aber sind wir doch mal ehrlich. Das war lieb. Hallo Herr Rentner, einen Schritt zurück bitte. Sonst guckst du nämlich noch weg hier.
Oh. Ein Land erschenkt. Du hast kein Schild, du bist die Schildmaid. Ich habe eine Flagge. Eine Fahne hast du. Wow. Ja, Deutschlandflagge. Yay. Ist doch richtig mutig. Hi. Von oben nach unten. Und dann wieder in die andere Richtung. Damit alles im Lot bleibt. Ich glaube, die Politiker, die können nicht lesen oder verstehen nichts mehr. Ja. Wahrscheinlich haben sie ihre Wörterkurse im Kopf. Aber dafür habe ich hier von vielen Migranten schon den Daumen hochgekriegt, dass sie das gesehen haben. Erstaunlich, wenn die merken, dass ihre Basis langsam wegbröckelt. Von wem wollen sie sonst Geld bekommen? Ja. Junger Mann? Ja. Einmal. Ja, ich gehe mal hinter ihm hier. Sonst auf die Straße. Hallo Zarathustra. Also sprach Zarathustra. Ich weiß es nicht, aber es werde Licht. Na ja, gut, in Deutschland vielleicht. Vielleicht in der Birne der Politiker, wer weiß. Du, die wissen ganz genau was. Also, vervollkomme den Satz. Also sprach Zarathustra. Wer war das nochmal? Zarathustra, ja. Fällt dir nichts so ein? Ja, gut. Hier, ihr beiden, rutscht mal ran. Sollen wir uns nicht alle verbinden? Ja, voll! Ich muss dieses wieder zeigen. Nein! Oh, ich hab grad fast gemacht. Jetzt aber rüber hier. Hup, hup, hup. Mensch, du bist ja schnell wie eine S-Bahn. Ah, du bist ja rot. Ja. Ah. Ja. Shit. Zu viel rot, schon bist du tot. 5 Meter daneben darf man ja, weil es sind zu viele Autos. Das geht jetzt auch nicht. Ja, ja. Jetzt wollte ich die auf einmal fotografieren. Ja, ich gehe auch nochmal rüber. Ich glaube, grüße dich die 1000 Mal. Ich guck mir jetzt die Sterne der Vernunft an. Ja. Die leuchten hell. Ja. Ich guck mir jetzt die Sterne der Vernunft an. Das mach mal. Ja. Und den Vollmond. Ja, sieht man aber von hier nicht. Ja. Buonasera, Signor. Ah, nee, musstest du die aus der Didi nehmen? Doch, die. Es gibt so die. Viele schöne Frauen. Ja, die ist die gut. Sind nur vermummt, ey. So. Du weißt ja gar nicht, wenn du auspackst, was dahinter steckt. Genau, eine Überraschung. Da halte ich mich lieber an was Reelles. Da weißt du aber auch noch nicht, was dahinter steckt. Also. Ist egal, ist egal. Wir waffen das. Genau. Ich habe wie gesagt, dabei weiß er gar nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß das wohl. Ja, aber ich weiß, wenn ich sie in den Arm nehme, weiß ich es zwar auch nicht, aber es fühlt sich besser an. Weil die ist total flach, die Frau. Ich glaube, ich hoffe doch nur. Vielleicht steht da auch flach. Naja, gut. Aber so flach und aus Pappe, die schmeckt ja noch nicht mal. Also, so, ich hoffe, das ist alles gelöscht hier.